herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Ich mache heute weiter mit meiner Tortenserie, denn ich habe heute wieder eine richtig leckere sommerliche Torte für euch. Heute gibt es eine Heidelbeertorte im Zebra-Look. Und das klingt jetzt etwas außergewöhnlich, aber im Prinzip ist das ganz einfach. Ich mache einen leckeren Bröselboden, einen lockeren Biskuit drauf und eine leckere Quark-Sahne-Creme mit Heidelbeeren. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Zutaten für den lockeren Teig und später in der Zwischenzeit machen wir dann den Bröselboden. Also für den Teig brauche ich 2 Eier, 100 Gramm Zucker, etwas Vanilleextrakt und eine Prise Salz, jeweils 75 Milliliter Mineralwasser und Öl. Ich habe jetzt hier ein Maiskeimöl, Sonnenblumenöl geht genauso. Ich habe hier 75 Gramm Mehl, 40 Gramm Speisestärke und einen Teelöffel Backpulver. Und das Ganze mache ich dann gleich in meinem Backrahmen. Den habe ich auf 24 cm eingestellt und schlage den auch gleich in Backpapier ein. Zuerst kommen jetzt die Eier in die Rührschüssel, so wie immer halt bei meinem Rührteig. Dann kommt der Zucker mit dazu. Die Prise Salz und das Vanilleextrakt. Und dann wird es jetzt erstmal richtig schaumig gerührt und ich schlage so lange den Teig, die Backform in Backpapier ein. Und wenn das Ganze dann richtig schön weißcremig ist, gebe ich noch Wasser und Öl mit dazu. Also ich habe das jetzt als Milliliter abgemessen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das Öl in Gramm abmesst, müsst ihr so ungefähr 50, 55 Gramm nehmen. So. Jetzt ganz kurz unterrühren bei niedriger Stufe. Und dann kann ich auch direkt die trockenen Zutaten mit dazugeben, also Mehl, Backpulver und die Speisestärke. Einmal reinsieben, damit es keine Klümpchen gibt. Und das jetzt auch ganz kurz unterrühren. Und den Teig fülle ich jetzt in die vorbereitete Backform. Und durch das Backpapier verhindert ihr einfach, dass der Teig jetzt ausläuft. Ihr seht ja auch, das ist ein relativ flüssiger Teig und deswegen sollte man da so eine Backform immer mit Backpapier einschlagen. Läuft nämlich nichts raus. Und so wird der Teig dann im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 20 bis 25 Minuten gebacken. Und ich nutze jetzt gleich die Zwischenzeit, um schon mal den Bröselboden herzustellen. Jetzt kann ich den Bröselteig zubereiten und ich habe jetzt dafür ein paar Amarettinis hier. 100 Gramm Amarettinis, hier habe ich 100 Gramm Mandelblättchen und 125 Gramm Butter, die werde ich gleich zerlassen. Ich habe jetzt heute Amarettinis, weil die haben halt ein super tolles Aroma. Ihr könnt natürlich auch Löffelbiskuit nehmen, Vollkornkekse nehmen oder irgendwelche andere. Ihr könnt auch Oreo-Kekse nehmen, also wirklich Kekse, die ihr am liebsten mögt. Ich finde halt hier das Aroma wirklich super. Kekse. Die riechen halt sehr gut. Und die werde ich jetzt gleich zerbröseln. Allerdings gebe ich zuerst die Butter hier in den Topf und zerlasse die. Und die Mandeln gebe ich in der Pfanne und die röste ich an. Dann haben wir nämlich beides parallel und sind gleich fertig mit dem Bröselteig zum Beispiel. Thank you.
Jetzt habe ich die Keksbrösel in einer großen Schüssel drin. Gebe da direkt die Butter mit rein. Das ist auch echt so. Also entweder könnt ihr einen Mürbeteig drunter machen, das ist dann auch richtig schön. Ich finde unter Torten, wenn da so ein knuspriger Teig mit drunter steckt, finde ich es immer ziemlich lecker. Entweder Mürbeteig oder halt so ein Bröselteig. Bröselteig geht schneller und ich finde, da kann man halt auch super toll Aroma mit reinbringen durch die verschiedenen Kekse. So, dann noch die Mandeln. Könnte man jetzt auch gehackte Mandeln nehmen. Ich habe jetzt heute die gehobelten Mandeln. Stammmandeln kann man auch Nüsse nehmen, oder? Kann man auch Nüsse nehmen. Genau. Und dann einfach alles miteinander vermischen. Ist ziemlich heiß, deswegen bitte nicht mit den Händen. Darfst du mal reinriechen? Boah, das riecht wie auf dem Weihnachtsmarkt. Naja, eigentlich ist es eine Sommertorte. Natürlich die Amarettini wahrscheinlich. Ja, im Winter kann man ja Spekulatiuskekse nehmen. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit. So, jetzt habe ich hier noch einen zweiten Tortenring. Wenn ihr jetzt keine zwei habt, müsst ihr halt kurz auf den Teig warten und dann den Rahmen lösen und dann eben diesen Rahmen benutzen. Den habe ich jetzt auch in Backpapier eingeschlagen, damit das nicht an meiner Tortenplatte klebt. Wenn man gar keinen Tortenring hat? Nimmt man halt eine Springform. Und kann man es auch im Blech machen? Nee, man braucht halt schon eine Umrandung, dass es eben eine schöne runde Torte wird. Oder man nimmt halt das doppelte Rezept und kann es auf dem Blech machen, aber auch mit Tortenrahmen und so. Wäre schon gut. Und jetzt drücke ich hier den Teig schön flach. Das geht am besten mit so einem Teigschaber und dann nehme ich noch so ein Glas zur Hilfe. Und dann könnt ihr euch entweder ein Glas nehmen oder so einen Stampfer. Ich habe jetzt hier so einen Kartoffelstampfer. Das war übrigens Samiras Idee neulich. Habe ich neulich mit dem Glas hier rumgemacht und dann sagt sie irgendwann, Mama, nimm doch das hier. Das Kartoffelstampfer. Die hat immer so coole Ideen. Ich habe letzte Woche auch die Hochzeitstorte für meinen Bruder gemacht. Und die war fünfstöckig und ich habe alle fünf Stockwerke mit Hand mit dem Pinsel bemalt. Und beim fünften Stockwerk, also der wollte halt so ein Ornament drauf, wie auf seiner Einladungskarte. Und beim fünften Stockwerk sagt die Samira, Mama, wieso nimmst du nicht einfach die Einladungskarte, legst drauf und machst wie so eine Schablone? Dann habe ich gesagt, Samira, wieso sagst du mir das nicht bei der ersten Torte? Wahnsinn, das hat sie von mir. Ja. Das hat sie von mir. Haben wir die Einladungskarte noch? Nein, die ist weggeschmissen. Ist es dein Ernst? Das darf mein Bruder nicht sagen. Die wurde alle einzeln mit dem Laser nämlich eingraviert. Ja, und ich kann die nicht leiden. Das stimmt. So, der Bröselboden ist jetzt schön flach. Und weil du eben so frech warst, darfst du das jetzt gleich in den Kühlschrank stellen. Und ich warte dann ganz kurz, bis der Bröselboden schön kalt ist, bis der Biskuit dann abgekühlt ist und dann setzen wir die Torte gleich zusammen und können sie dann gleich fertig machen, also mit der Creme und so weiter. Bis gleich! Der Bröselboden ist schön abgekühlt, der Teig ist auch abgekühlt und jetzt zeige ich euch noch die Zutaten für die Füllung. Und zwar sind es jetzt zwei Schichten, einmal eine Heidelbeerschicht, ich habe jetzt hier 400 Gramm Heidelbeeren und eine Tüte Agatine, das ist so ein pflanzliches Geliermittel, also statt Gelatine benutze ich das. Dann habe ich hier 750 Gramm Magerquark, 150 Gramm Puderzucker, eine halbe Zitrone, davon brauche ich den Saft, etwas Vanilleextrakt. Hier habe ich 600 Gramm Schlagsahne drin. Ups, was steht, die ist ausgekippt. Und ich nehme dafür etwas Sanapart, sage ich euch gleich. Und für die Deko brauchen wir gleich noch ein paar Blaubeeren, also Heidelbeeren. Heidelbeer, Blaubeer, Naschbeeren, alles das Gleiche. Zuerst nehmt ihr jetzt die Heidelbeeren, die wir für die Füllung benutzen. Die gebe ich nämlich jetzt in einen Topf. Wir müssen uns beeilen, Sally, ich muss zur Arbeit. Ich beeile mich, Murat. Der Steinbruch ruft, der Bagger schreit schon nach mir. Genau. Und die muss ich jetzt einmal pürieren. Murat, ich mache es so schnell ich kann. Dann gebe ich da das Agatine-Pulver mit rein. Ihr könnt jetzt natürlich auch Gelatine benutzen, aber ich benutze halt lieber gern die pflanzliche Variante. Ich nehme Agatine. Und da ist es jetzt wichtig, das kommt jetzt auf den Herd und muss da 2 Minuten gekocht werden. Ansonsten kann es nämlich nicht richtig wirken und dann wird es halt nicht fest.
Die Heidelbeeren durften jetzt 2 Minuten aufkochen und ich fülle es jetzt einmal um. Einmal, damit das eben schneller abkühlt. Und außerdem sollt ihr die tolle Farbe mal sehen. Guck mal, wie schön dunkel das ist. Also sieht richtig gut aus. Das lasse ich jetzt hier kurz an der Seite stehen und kümmere mich schon mal um die Creme. Und zwar lasse ich die Schlagsahne hier in der Küchenmaschine steif schlagen. Bevor ich das aber mache, kümmere ich mich um den Quark. Wobei, ich mache das einfach jetzt parallel. Hier gebe ich jetzt noch ein bisschen Sahnepart mit rein. Lass es aber erst kurz ein bisschen aufrühren. Und das Sahnepart nehme ich halt ganz gern, weil es auch rein pflanzlich ist. Also ist gut für Vegetarier geeignet. Und die Sahne wird einfach auch direkt fest. Also ich muss später dann nicht warten, bis sie nochmal fest wird, sondern die wird direkt fest. So, kurz aufschlagen. Und dann kommen da so 6 Teelöffel mit rein. Da müsst ihr halt gut aufpassen, vor allem wenn ihr mit einer Küchenmaschine arbeitet, weil die Sahne da sehr schnell fest wird. Die Sahne habe ich jetzt kurz kühl gestellt und kümmere mich jetzt um den Quark. Wir müssen uns beeilen, wenn ich 1 Minute zu spät komme, wird mir eine halbe Stunde abgezogen. Ja? Ja. Ich beeile mich doch. Kriegst halt später einfach keine Torte zum Essen. Weil die muss ja noch kühl gestellt werden. Meine Arbeitskollegen warten schon. Kriege morgen. Dann kommt hier Vanilleextrakt mit rein. Ah, die Spülmaschine heute macht mich ganz verrückt. Dann die Zitrone. Also den Saft von der halben Zitrone. Hast du eigentlich gesagt, was du mit der Zitrone immer machst? Ja, das habe ich schon erzählt. Das musst du dann immer in die Spülmaschine mit reinschmeißen. Als Spülmaschinendeo. So. Ja, oder dann kommt auch noch der Puderzucker mit rein. Oder ich lege es mir auch zwischen die Achseln manchmal. Oh, Murat. Ja, war ein Spaß. Das ist nicht lustig, ist voll unappetitlich. Ich schneide es raus, okay? So, das verrühre ich jetzt hier kurz. Erstmal bei niedriger Stufe, damit der Puderzucker jetzt nicht rausspritzt. Dann hochschalten. Und auch hier gebe ich jetzt Sahnepart mit rein, damit es auch gleich schön fest wird. Und da reichen so etwa 4 Teelöffel. So. Sieht man auch direkt, wie fest es dann wird, also dieser Quark. Und jetzt hole ich kurz die Sahne aus dem Kühlschrank und kann die noch unterheben. Einfach jetzt vorsichtig unterheben im Teigschaber. Und jetzt löse ich hier vom Bröselboden kurz den Tortenrand und kann das Backpapier abziehen. Das will ich ja jetzt nicht mehr mit auf meiner Tortenplatte. Und das funktioniert auch relativ gut, weil das ja schön fest ist. Nur aufpassen, dass er euch nicht bricht. Dann streiche ich da ein bisschen von der Creme drauf. Also nicht so viel. Gerade so einen kleinen Klecks, damit der Biskuitboden da jetzt gleich drauf kleben kann. Den habe ich jetzt schon hier auf den Teigretter drauf gestürzt und ziehe das Backpapier noch ab. Und kann das dann einfach mit so einem anderen Teigretter da drauf geben. Jetzt haben wir hier unten den krümeligen, knusprigen Boden, dann den lockeren Boden. Jetzt gebe ich den Teigrahmen wieder außenrum, also diesen Tortenring. Und jetzt gebe ich immer abwechselnd 1 Esslöffel von der Creme in die Mitte. Dann 1 Esslöffel von dieser Heidelbeercreme. Die ist jetzt noch nicht ganz abgekühlt, also ein bisschen warm ist sie noch. Ein bisschen mehr hätte ich sie abkühlen lassen können, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich rühre einfach noch ein bisschen. Und das machen wir jetzt so immer abwechselnd.
Weil das wir einbauen müssen bei dir. Was? Zwei Zähler. Wir bauen zwei Zähler ein. Der eine zählt immer, wenn du das Wort einfach sagst. Und der andere zählt die Kalorien. Und ich glaube, der Dinger, der Kalorienzähler wird jetzt gerade total durchdrehen. Der wird rauchen, wird er wahrscheinlich. Meinst du, der schon. Kalorienzähler ist dann immer vorne oder das einfach? Das weiß ich nicht. Ich glaube, einfach wäre schon weit vorne. Aber der Kalorienzähler wird bei dieser Torte mit Sicherheit durchdrehen. Ach du, so ein bisschen Quark, ein bisschen Sahne. Wow. Ich glaube nicht. Ein bisschen Creme habe ich mir jetzt hier aufgehoben, also vielleicht so ein Viertel oder ein Fünftel von der gesamten Creme. Und die Torte, die habe ich immer mal zwischendurch auch so ein bisschen geschüttelt, damit es flach wird. Weil wenn ich es verstreiche, dann ist halt die Optik wieder weg. Und das klappt auch relativ gut. Und jetzt gebe ich das erstmal in den Kühlschrank, die Creme auch, und verstreiche dann später die weiße Creme nochmal ganz oben drauf. Dann haben wir nämlich einen weißen Abschluss. Und hier habe ich mir auch noch ein bisschen von der Heidelbeersoße aufgehoben. Die hebe ich mir auch noch für die Deko auf. Und wenn das jetzt abgekühlt ist, so in etwa einer Stunde, braucht sie schon ein, zwei Stunden, dann machen wir das noch drauf und dann zeige ich euch, wie ich die Torte fertig dekoriere. Die Torte ist jetzt schön abgekühlt und jetzt kann ich den Tortenrand einmal lösen. Mache ich mit Hilfe von so einer Palette, denn mein Tortenringmesser ist gerade in der Spülmaschine. So. Und ich habe diesen Rest, was ich noch übrig hatte, also von dieser Heidelbeermasse, habe ich einfach noch mal kurz erwärmt, weil es hat ja schon angefangen zu gelieren bzw. war schon fest. Und damit ich es eben gleich für die Deko verwenden kann, musste ich es einfach noch einmal ein bisschen warm machen. Jetzt gebe ich die weiße Creme da drauf und verstreiche es mit einer Winkelpalette. Dann sieht man von außen diese Optik halt gleich nicht mehr. Aber man hat es dann halt gleich im Anschnitt. Also die Oberfläche der Torte habe ich jetzt weiß gelassen. Beim Rand habe ich jetzt geguckt, dass sich das Weiße ein bisschen vermischt mit dem Lila. Und jetzt nehme ich noch einen Löffel und mache hier so ein paar kleine Vertiefungen rein. Das muss jetzt auch nicht so regelmäßig sein. So. Denn da gebe ich von diesem Gelee noch mit rein, also was ich da vorhin gemacht habe. Immer so einen Tupfer und den dann gerade so ein bisschen so reinziehen. Und jetzt nehme ich die restlichen Heidelbeeren und gebe sie noch als Deko mit oben drauf. Also ihr könnt sie gerne auch anders dekorieren, wenn ihr sie anders haben wollt. Aber ich denke, so ist es eine ganz einfache Deko, die jeder hinbekommt. So ein bisschen mit dem Löffel, ohne Spritzbeutel. Können auch Kinder mitmachen oder der Ehemann. Murat ist schon weg, der hat es leider nicht mehr geschafft. Der musste schon zur Arbeit. Meine Torte war jetzt leider noch ein bisschen zu weich, also ich habe sie leider so ein bisschen flach und schief gedrückt. Also am besten lasst ihr sie wirklich so 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank, bevor ihr sie dekoriert oder bevor ihr sie eben anschneidet. Aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit, deswegen wird sie jetzt sofort angeschnitten. Ich schneide jetzt einfach mal hier komplett rein. Ihr müsst bedenken, da ist halt auch der Bröselboden.
da auch schön durchschneiden. Ich wollte. Ups. Deshalb hat auch noch das Kuchenstück mit runtergeschmissen. Oh je. Naja, ich probiere es trotzdem für euch. Also da unten schön dieser krümeliger Bröselboden, dann der lockere Biskuit und dann die Creme. Und jetzt musst du mit der Kamera hier runterschwenken und dann kann ich das mir in den Mund stecken. Mhm. Und geschmacklich passt die Torte wirklich. Also es passt echt gut zusammen alles. Die Heidelbeeren mit dieser, die haben so einen ganz eigenen Geschmack. Also sie sind nicht so wie Himbeeren oder Erdbeeren. Ich finde Heidelbeeren haben echt so einen richtig eigenen Geschmack, richtig lecker. Und passt wirklich gut zu diesen Amarettinis, zu den Mandeln, der lockere Biskuitboden. Also ich finde, die müsst ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich werde sie bestimmt nochmal nachbacken und dieses Mal ein bisschen länger im Kühlschrank lassen. Dann schaut der Anschnitt ein bisschen schöner und ist ein bisschen einfacher. Und wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, dann geht einfach auf meinen Blog, auf sallys-blog.de. Da gibt es nochmal die genaue Anleitung und die Zutaten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Ich genieße jetzt noch mein Stück Kuchen und... habe jetzt Feierabend. Bis dann. Tschüss.